Wir stellen uns vor, wir haben eine Studierende in jungen Semester, die möchte sich engagieren, sie ist motiviert, sie möchte sich einbringen an der Universität und sie geht an die Fachschaft heran, an die Hochschulpolitik und sitzt auch vielleicht schon mal direkt in ihrer ersten Kommission. Sie möchte sich einbringen, sie sagt direkt etwas. Nein, wird direkt reingerufen. Das können Sie so nicht machen. Das verletzt die Absprache, die wir vor 5 Jahren getroffen haben zu dem Thema. Ein bisschen verwirrt, da gibt es anscheinend eine Absprache, die sie noch nie kennengelernt hat. Aber sie macht weiter, beim nächsten Thema sagt sie wiederum etwas. Nein, rufen die anderen studentischen VertreterInnen rein, das darfst du so nicht sagen. Dann würden wir uns in der QVM-Kommission noch den Deal verhageln. Und wieder fragt sie sich, wo kommt das her? Stellt sie fest, es gibt anscheinend also alte Hasen hier, die über signifikante Wissensvorsprünge verfügen und auch eine gewisse Deutungshoheit haben darüber, was in einer Kommission gesagt werden kann oder nicht. Das ist natürlich etwas, worüber sie im Vorhinein nicht gebrieft, nicht gebordet wurde, wo sie nicht weiß, was da für Wissen, was da Erfahrung im Zweifelsfall hintersteckt. Im Endeffekt stellt sie fest, dass es neben gewissen Statushierarchien unter den Teilnehmenden anscheinend auch gewisse Wissenshierarchien gibt, die es hier unfassbar erschweren, einfach in dieser Arbeit anzukommen, die sie gerade angetreten hat. Und auch wenn sie sehr motiviert ist, wird es besonders schwierig, hier aktiv als Studi zu partizipieren. Worin endet das? Nach dieser Erfahrung sieht sie, dass es in der Hochschulpolitik ein echtes, immenses Investment ist, in den Aufbau von Wissen und Netzwerk, ohne an die Hand genommen zu werden, mit viel im Hintergrund Passierenden, mit einer Funktion, die hier weitergehen würde, in die potenzielle Erfüllung von Aufgaben und Verantwortlichkeiten, die sie weder sinnvoll einschätzen noch ausführen kann. Und aus dieser Scheiternserfahrung, die dann entsteht, scheidet sie nach bereits kurzer Zeit trotz hoher Motivation aus der Hochschulpolitik wieder aus. Ja, das war eine zugespitzte Geschichte, die Studierende, ich auch, so oder so ähnlich erleben. Liebe ZuhörerInnen, wir referieren heute zu diesem Thema, zu Partizipation, Hierarchien und digitalen Räumen. Mein Name ist Eugen Essmann, ich bin ehemaliger AStA-Vorsitzender an der Universität zu Köln und gerade studentische Hilfskraft am Projektorat für Lehre und Studium. Mein Name ist Isabel Wessels. Ich bin ebenfalls studentische Mitarbeiterin im Prorektorat für Lehre und Studium an der Universität zu Köln und Studierende für Medien, Kulturwissenschaften und English Studies im Zweifach-Bachelor. Hi, ich bin Ingo Kleiber. Ich bin ebenfalls im Prorektorat und zwar als Experte für digitale Bildung. An der Stelle muss man vielleicht ganz kurz einen Punkt unseren Rollen sagen. Wie ihr sie gerade gehört habt, sehen wir hier zwei studentische Mitarbeiter und nicht sozusagen in einer nicht studentischen Rolle. Und wir sprechen über Hierarchie, wir sprechen über Macht. Wichtig zu betonen, da ist natürlich irgendwie jetzt Macht, vermachtetes Verhältnis drin. In dieser Konstellation bin ich aber der eingeladen worden ist von meinen KollegInnen hier. Das muss man, glaube ich, an der Stelle einfach einmal betonen. Ich wurde darum gebeten, hier was beizutragen. Es ist ein studentischer Vortrag. Aber wir werden gleich darüber sprechen, ob das überhaupt so wichtig ist. Ob es ein studentischer Vortrag ist oder auch nicht. Da kommen wir aber gleich dazu. Wir haben eine Geschichte gehört, aber eigentlich geht es um eine andere Frage. Und diese Frage ist eigentlich die, wo ist das Problem mit der studentischen Partizipation? Aus der Perspektive, aus der ich jetzt spreche, gestaltet sich das nämlich so, dass wir uns eigentlich alle studentische Partizipation wünschen. Von Studierendenseite, von Hochschulseite, von eigentlich allen Seiten. Aber es sich in der Realität oft als irgendwie problematisch herausstellt. Und zwar nicht unbedingt, weil wir das nicht wollen, sondern weil wir zum einen uns schwer tun, Menschen zu finden, die partizipieren wollen. Und wenn wir die finden, dann ist das nicht unbedingt immer sehr besonders repräsentativ für die Menschen, die auch die Studierendenschaft beispielsweise abbilden. Wir haben uns gefragt, woran liegt das? Warum ist es so schwierig zu partizipieren und wo liegen vielleicht Hürden? Und ein Erklärungsmuster, Eugen hat das angedeutet, über das wir jetzt sprechen möchten, sind Wissenshierarchien und sind Asynchronitäten im Wissen, Asynchronitäten in Informationen, die vorliegen. Und genau dazu wird Eugen jetzt ein paar Worte sagen. Und wir haben es gerade gehört, Wissenshierarchien. Wissenshierarchien als solche existieren per se auch neben anderen Statushierarchien auf anderen Ebenen. Das ist per se zulässig. Es gibt da verschiedene Arten. Wir fokussieren uns jetzt mal komplett auf die Wissenshierarchie.
Die Existenz als solche, sage ich mal, wir haben Leute mit Wissen auf verschiedenen Abstufungen, das ist unproblematisch. Leute mit mehr Erfahrungen, mit mehr Wissen in bestimmten Situationen, Berufsqualifikationen und ähnliches, die gewissen einfach in dem Moment eine stärkere Rolle in dem Moment, das ist per se unproblematisch. Wann es zum Problem wird, ist, wenn dieser Umstand Partizipation oder gute Arbeit anfängt, im Weg zu stehen. Das bedeutet an sich, dass es einen, egal ob absichtlich oder unabsichtlich, es gibt einen Erhalt von problematischen oder unnötigen Wissenshierarchien zwischen den verschiedenen Situationen. Die können sogar auf ganz unterschiedlichen Ebenen auftreten, wie wir gerade sehen. Es gibt einmal die klassische Ebene, die wir kennen. Das ist die äußere Ebene zwischen den Statusgruppen. Das ist die Abstufung zwischen der Vorinnenschaft, zwischen dem Mittelbau und der Studentinnenschaft typischerweise. Aber es gibt auch eine innere Ebene, die gerade für die studentische Selbstverwaltung oft übersehen wird. Und das ist einmal die, die auf persönlicher Ebene stattfindet, auf einzelzwischenmenschlicher Ebene zwischen einzelnen VertreterInnen, aber umso mehr auch in einer Splittung innerhalb der eigenen Statusgruppe mündet. Und da fängt das Problem an, dass sich innerhalb der Studierendenschaft als Gruppe Blöckchen bilden, die über ganz abgestuftes Wissen, über Prozesse und über allgemeine Vorgehensweisen Partizipation als solcher anbieten. Dies endet also in einer Situation, in der Informations- und Wissensasynchronitäten bestehen zwischen den einzelnen Beteiligten. Diese können auf ganz unterschiedlichen Modellen bestehen, insbesondere auch, es gibt unsichtbares Wissen, was da eine Rolle spielt. Obwohl man auf gleicher Ebene steht, existiert sehr viel implizites Wissen, worüber nur sehr wenige AkteurInnen passieren. Da gibt es fehlende Dokumentation, es gibt keine Zentralisierung von Wissen, es gibt das Risiko insbesondere, dass erfahrene Personen die Organisation verlassen und das gesamte Wissen mit sich mitnehmen, dies mündet in sich, dass diese Wissenshierarchien durch ihren Erhalt die Partizipation gefährden, wodurch es praktisch zu einer Aufgabe wird, durch Abbau von Wissenshierarchien Partizipation zu stärken. Ja, nun wollen wir uns aber anstelle einer Fundamentalkritik mit Partizipation, Partizipationsmöglichkeiten, Durchlässigkeit, Transparenz und Handlungsfähigkeit beschäftigen. Da könnten wir uns die Frage stellen, was bedeutet eigentlich Partizipation, vor allem im universitären Kontext und für Studierende? Grundlegend geht es bei Partizipation ja um das Teilhaben, Teilnehmen, Beteiligtsein. Und im universitären Kontext bedeutet das oftmals grundsätzlich erstmal aktive Teilnahme an einer Lehrveranstaltung, aber auch Mitgliedschaft zum Beispiel in einer Fachschaft oder in einem Gremium. Einerseits lässt sich sagen, Partizipationsmöglichkeiten und schlussendlich Partizipation hängen mit Wissen und Wissenshierarchien zusammen. Andererseits lässt sich sagen, alle Prozesse, alle Formen der Partizipation, explizit nicht nur politisch gedacht, profitieren davon, wenn die Akteurinnen bestmöglich informiert sind und Zugriff auf das Wissen haben, was sie benötigen. Das heißt, Durchlässigkeit, Chancengleichheit, Transparenz wirken gegen Wissenshierarchien und ermöglichen Partizipation und Handlungsfähigkeit und sorgen demnach auch für eine gute Organisationskultur und ein positives Arbeitsklima. Wenn man das jetzt zugespitzt denkt, könnte man sagen, erfolgreiche Partizipation und Organisationsentwicklung ist nur möglich über Wissen und Verständnis über Prozesse, zum Beispiel bei Fachschaftswahlen. Und an dieser Stelle möchte ich darauf hinweisen, dass Wissen und Wissenshierarchien keine monokausale Erklärung für das Problem fehlender Partizipation sind. Sie sind aber ein ganz zentraler Faktor, der in unserer Erfahrung häufig, zum Beispiel im Vergleich zu Incentivierung, mangelnder Zeit, kurzen Studienzeiten, Motivation, Governance und Prozessen nicht die gleiche Aufmerksamkeit bekommen. Wenn wir uns das jetzt anschauen, dann stellen wir relativ schnell fest, dass das nicht nur ein Problem im Kontext Partizipation ist oder im Kontext studentischer Partizipation, sondern eigentlich ein Problem im gesamten Kontext Hochschule. Wenn es im Wissens- und Informationsmanagement, wenn man es mal an dem Begriff benennen möchte, zu Problemen kommt, dann zieht sich das eigentlich durch. Und wir werden in den nächsten 10 Minuten während des Vortrags eigentlich immer wieder versuchen, diesen Bogen zu schließen. Wir sprechen über studentische Partizipation, denken aber diese Wissens- und Informationsproblematiken eigentlich auf allen Ebenen der Hochschule. Das ist wichtig im Hinterkopf zu behalten. Genau, und wenn wir nun von Wissen als solches sprechen,
Hochschulen und hochschulpolitische Prozesse, das weiß ich aus eigener Erfahrung, das werden auch die meisten ZuhörerInnen wissen, die sind hochkomplex. Die sind einfach nur von ihrer Natur aus. Deswegen, wir würden einfach nur vorwegstellen, dass wir mal von drei Arten von Wissen hier ausgehen würden. Und zwar zunächst mal einfaches, relativ transparentes, im Idealfall erlernbares Wissen, Partizipationsmöglichkeiten, Regeln, Ordnungen, derartige festgehaltene Sachen. Dann gibt es schon etwas verschränkteres Wissen, wo wir uns eher beziehen auf Prozesse und insbesondere deren Geschichte. Schon etwas internalisiertes Wissen, schon etwas zurückliegenderes Wissen, Wissen, was oft gebraucht wird, worauf sich immer noch zurückbezogen wird, welches aber nicht mehr unbedingt fließend dokumentiert ist. Und dann gibt es die dritte Abstufung. Und das ist das Geheimwissen, das tiefe, das implizite Wissen, das wirklich nur von Person zu Person weitergegeben wird, das Beziehungswissen insbesondere, wo man ohne strenges Netzwerk als solches nicht herankommen würde als neue Person in einem System. Und häufig schon ist alleine die Barriere schon, Informationen darüber zu finden, wie und wo man deswegen partizipieren kann, die richtigen Leute, das ist alleine schon die niedrigste Barriere, die hier verfügbar ist. Und auch wenn man dann die richtigen Informationen gefunden hat, braucht man noch einmal noch viel mehr, extrem viel mehr Vorwissen und Kompetenzen, um diese dann einordnen und schlussendlich auch nutzen zu können, diese Informationen, die man dann auch erhalten hat. Wenn wir uns das nun im System ansehen würden, in einer Wissenshierarchie, dann treffen wir hier auf zwei Kernelemente. Das erste Kernelement, das erste Kernproblem, kann man auch sagen hier, ist ein schlechtes oder ineffizientes Wissens- und Informationsmanagement. Das würde eben solche Dinge einschließen in der Problembehandlung, wie eben Onboarding für neu hinzukommende Personen, ein tiefes Onboarding, welches nicht nur standardisiert an der Oberfläche kratzen würde, sondern auch Geheimwissen, eben was wir angesprochen haben, beinhalten würde. Es ist ein viel zu teures Investment für NeueinsteigerInnen, entsprechendes Wissen ansonsten einzubauen, von den massiven Einstiegshürden entsprechend ganz zu schweigen. Daneben ist das zweite Kernelement, das bewusst oder unbewusst bestehende implizite Wissen parallel zum Geheimwissen, was dadurch auch einfach GatekeeperInnen erzeugt. Als AkteurInnen, als aktive AkteurInnen haben dann Personen mit diesem Wissen, die darüber entscheiden, wer Zugang zu Informationen oder Wissen erhält in einem Informationsmanagementsystem. Das auch ein zentrales Problem für EinsteigerInnen. Flankiert wird das Ganze, wie wir schon gesagt haben, durch die einfach nur extrem komplexe und auch historisch gewachsene Struktur und auch Kultur an Hochschulen. Und gerade für die studentischen Gruppen muss man noch eins sagen, die durchaus kurzen Zeiträume, an denen Studierende an der Kultur in der Hochschule teilnehmen. Durch Bologna extrem kurze Studienzeit, Befristung, Fluktuationskosten, Bachelor-System. Wenn man einen Staatsexamenstudiengang hat, dann lässt man sich mit einem ganz anderen Investment auf etwas ein, als wenn man einen Bachelor-Studiengang studiert. Auch das ist entscheidend dafür. Und dann eben das Ganze noch einmal von der anderen Seite flankiert durch die komplexe Mehrebenenstruktur, die in einer Hochschule existiert, insbesondere eben mit Blick auf die individuelle und die Systemebene, die darüber in einem Spagat abgebildet werden müssen. Und hier eben auch das Entstehen der Wissenshierarchien zwischen den einzelnen Statusgruppen und auch Strukturen als solchen innerhalb der Hochschule, die dadurch auch gestärkt werden. Ja, Eugen hat es ja gerade schon mal angesprochen, aber da fragt man sich natürlich, warum bleiben ungewünschte Wissenshierarchien bestehen und verstetigen sich? Wichtig ist an dieser Stelle, dass alle angesprochenen Probleme sowohl willentlich als auch unwillentlich und manchmal auch unwissentlich entstehen. Aber die vielleicht offensichtlichen Perspektiven sind Machterhaltsfragen. Wissen ist Macht und wie auch schon aus dem Begriff Wissenshierarchie hervorgeht, könnte man sagen, Wissen nicht zu teilen oder verfügbar zu machen, kann also dem eigenen Machterhalt oder der Sicherung einer Stelle dienen. Und das hat auch wiederum viele Dimensionen, angefangen bei Machterhalt aus zum Beispiel finanziellen Gründen bis hin zu dem Wunsch, gebraucht zu werden. Es gibt aber auch ganz einfache Beispiele, die zu Wissens- und Informationsasynchronitäten führen können, zum Beispiel das reine Vergessen von Dokumentation oder, wie Eugen schon gesagt hat, die fehlende Zeit, Prozesse ordentlich zu dokumentieren, schlechte Prozesse zur Wartung von Wissens- und Informationsquellen, fehlende Priorisierung von Wissens- und Informationsmanagement, das heißt,
ein Wissens- und Informationsmanagement einfach nur passiert, wenn man mal irgendwo Zeit findet und sich nicht denkt, okay, ich muss es jetzt machen, weil andere brauchen es auch. Oder Gedanken wie, ach, ich bin sowieso die Einzige, die das tut, warum sollte ich das überhaupt dokumentieren? Genauso wie problematische Narrative, zum Beispiel, ich hatte es schwer, also müssen andere es auch schwer haben. Und wenn man sich das jetzt so anhört, aus dieser studentischen Perspektive, oder zumindest mal studentisch gedacht, dann wird natürlich relativ schnell klar, dass dieses Sand im Getriebe sozusagen, das durch diese Wissenshierarchien, aber auch durch die Asynchronitäten entstehen, natürlich ein großes Problem ist. Hochschulen sind aber als solche hochkomplexe Konstrukte, die ganz fundamental darauf basieren, zumindest die Arbeit da drin basiert fundamental darauf, dass man versteht, was passiert, dass man ein Verständnis hat für die Prozesse, für die Geschichten der Prozesse. Eugen hat das im Detail ausgeführt. Aber das beschränkt sich natürlich nicht auf studentische Partizipation. Das beschränkt sich auf jeden Arbeitsprozess, das beschränkt sich auf jeden Bereich. Und deswegen ist die Frage eigentlich gar nicht so sehr die, reden wir über studentische Partizipation oder reden wir über Partizipation als solche. Wir können auch genauso gut über Handlungsfähigkeit sprechen. Bin ich handlungsfähig in dem, was ich tue? Kann ich eine Entscheidung treffen, basierend auf Informationen, die ich habe oder nicht? Kann ich meine Aufgaben so erfüllen, wie ich sie gerne erfüllen möchte? Und wo muss ich vielleicht Informationen einholen? Oder kann ich die überhaupt einholen, diese Informationen? Und das ist im Prinzip genau dieser Punkt, dass wir die Hochschule als solche betrachten und das jetzt durch die Brille sozusagen der ständischen Partizipation tun, aber dieselben zugrunde liegenden Wissens- und Informationsproblematiken sich eigentlich durch alle Partizipationsprozesse durchziehen können. Sie das immer tun, ist eine andere Frage, aber sie können es zumindest. Und da führen wir weiter, nur ganz kurz rekapitulieren nochmal das Problem, wie gerade schon gesagt, wir müssen ungewünschte Wissenshierarchien abbauen, um Studierenden und gleichzeitig aber auch allen anderen dabei zu helfen, das notwendige Wissen zu finden und derartige problematische Muster, wie gerade auch schon erwähnt, Gatekeeping, abzubauen, um einmal das Wissen zu schaffen, um zu handeln und auch die selbstbestimmte Entscheidung darüber treffen zu können, wie und ob gehandelt werden soll. Und jetzt kommen wir zu einem Lösungsvorschlag. Es ist eigentlich kein Lösungsvorschlag, es ist eigentlich eher ein Raum von Lösungsvorschlägen. Und das ist der Einsatz von digitalen Räumen und die Schaffung von digitalen Räumen und von digitalen Tools. Das findet natürlich sowieso schon statt, hier und da. Wir möchten es aber einmal systematischer betrachten. Wir haben jetzt hier mal vier Möglichkeiten aufgezählt, über die wir konkret nachdenken. Das eine sind klassische Lernräume. Möglichkeiten im digitalen Raum oder mit digitalen Tools tatsächlich Informationen zu bekommen und diese Informations- und Wissensasynchronitäten abzubauen. Ich kann mir selbst bestimmt etwas beibringen, zum Beispiel über bestimmte Prozesse oder über Hochschulstrukturen. Der zweite Punkt ist Wissensinformationsmanagement. Wo finde ich eigentlich Informationen? Wo werden Dinge nachgehalten? Wo werden Dinge dokumentiert? Der dritte Punkt sind digitale Austauschräume oder virtuelle Austauschräume oder auch hybride Austauschräume, in denen ich in die Kommunikation kommen kann. Zum Beispiel außerhalb von einer Sitzung, außerhalb von einem Gremium oder außerhalb von den Netzwerken, in denen ich vielleicht sowieso schon drin bin. Vielleicht auch sehr viel niederschwelliger und vielleicht auch mit weniger Hürden. Und diese Hürden können ganz praktisch sein, das können aber auch soziale Hürden sein oder vielleicht Ängste, in eine ungewohnte Umgebung reinzukommen. Und das vierte ist ganz konkret, das sind Partizipationstools, skalierbare Partizipationstools. Wir können jetzt über Umfragen nachdenken, wir könnten aber auch darüber nachdenken, Meinungen wirklich einzusammeln, Kommentare abzugeben, Dokumente gemeinsam zu kommentieren und gemeinsam Wissen aufzubauen und so breit und skaliert zu partizipieren. All diese Räume und Tools wirken aber eigentlich über dieselben Hebel und über die spricht Isabel. Genau, die Hebel, man kann so sagen, vier Hebel, die wir jetzt aufgelistet haben, sind Folgen auch, die alle Beteiligten betreffen. Und man kann sagen, digitale Räume und Tools sorgen einerseits für niederschwelligen, barrierearmen und einfachen Zugang zu Wissen und Informationen, insbesondere auch über Partizipationsmöglichkeiten. Und das Gleiche gilt auch für Kommunikations- und Austauschformate. Zudem kommt, wie Eugen auch schon ausgeführt hat, die Schwächung von Gatekeeperism dazu, also Gatekeeperin durch transparente und co-kreativ verwaltete Angebote zu schwächen, aber auch die Möglichkeiten und Motivation, Wissen und Informationen zu erhalten und viel mehr noch zu teilen. Und letztendlich auch die Vereinfachung und Optimierung von skalierten Partizipationsprozessen, zum Beispiel Umfragen oder Abstimmungen unter Studierenden. Und die dafür notwendigen finanziellen und technischen Ressourcen halten sich in Grenzen. Viel wichtiger erscheint uns an dieser Stelle ein Kulturwandel hin zur Nutzung von digitalen Möglichkeiten,
und hin zum bewussten und gewollten Wissens- und Informationsmanagement. Wenn wir nochmal dann die Geschichte rekapitulieren von Anfang an, wie könnte die anders erzählt werden, wenn man diese Dinge umsetzt? Ganz schnell noch einmal, wir bauen auf die Geschichte der Studierenden, die mit partizipieren möchte. Sie hat von Anfang an einen komplett vereinfachten Zugang zu dem Wissen, was sie vorher nicht gehabt hätte. Sie wurde informiert, sie wurde einbezogen durch diese Mittel. Das ermöglicht ihr soweit eine effektivere Teilhabe und eine höhere Handlungsfähigkeit in ihrer Rolle, die sich selbst ausgesucht hat, an der sie aktiv teilnehmen möchte. Dies führt dazu, dass die Scheiternserfahrung, die sie zuvor erlebt hat durch diese Ohnmacht, ausbleiben würde in dieser Situation. Und dies führt im Endeffekt dazu, dass sie in einer Selbstbestimmung in ihre neue Rolle finden kann und dadurch diese Rolle auch selbstbestimmt wahrnehmen kann in ihrer Entscheidungsfähigkeit. Genau, ich fasse jetzt nochmal die Folgen dieser Nutzung von digitalen Räumen und Tools für die studentische Selbstverwaltung zusammen. Wir haben ja diese zwei Perspektiven, aber für studentische Selbstverwaltung heißt die Nutzung von digitalen Räumen einfach, dass ein Einstieg einfacher wird, wie Eugen gerade schon gesagt hat. Hürden werden abgebaut, die interne Organisation unter den Studierenden würde viel einfacher und auch individuelle Partizipations- und Weiterentwicklungsmöglichkeiten kommen dazu. Und, das kann man jetzt so oder so sehen, aber die Verantwortung wächst und positiverweise vor allem gegenüber machtvollen Einzelakteurinnen, zum Beispiel auch den Gatekeeperinnen. Was bedeutet das jetzt für die Organisation als Ganzes? Zum einen, das ist ganz einfach, wird die Bedeutung von Wissen und Informationen in den Vordergrund gerückt. Das ist eigentlich die Perspektive, die wir hier einnehmen wollen. Das führt idealerweise dazu, dass ein bisschen Sand aus dem Getriebe kommt. Die Dinge werden einfacher, die Prozesse werden klarer und Menschen können hoffentlich besser partizipieren und besser handeln. Wichtig ist aber hier auch, dass bestimmte Kosten gesenkt werden. Wenn wir einfacher an Wissen und Informationen kommen, was wir brauchen, zum Zeitpunkt, zu dem wir es brauchen. Und wenn Wissen nicht mehr zentralisiert in den Köpfen Einzelner ist, die dann vielleicht plötzlich weg sind oder die dieses Wissen nie geteilt haben und damit ist es für immer verloren, dann haben wir einen ganz großen Schritt gemacht hin zu einer lernenden Organisation, die eine Chance hat, sich langfristig über ihr Wissens- und Informationsmanagement zu entwickeln. Und das gilt für studentische Partizipation genauso wie für alle anderen Prozesse an der Hochschule. Und wenn wir hier ein Ergebnis festhalten wollen, was lässt sich hieraus ableiten? Das heißt, dass die getrennte Betrachtung im Endeffekt, wenn wir das groß aufziehen möchten, von studentischen Anliegen und allgemein hochschulpolitischen Anliegen eigentlich komplett fehl am Platz ist. Wenn wir ganz groß die Hierarchiefrage, die Wissenshierarchiefrage diskutieren wollen, dann geht es darum, demokratische Teilhabe unabhängig von der Statusgruppe zu stärken und dies würden wir hier auch im Ergebnis erreichen. Liebe Zuhörerinnen, vielen herzlichen Dank. Wir wären soweit am Schluss. Unseren Vortrag. Sollen wir unsere Fragerunde selbst moderieren oder ich gucke mal in deine Richtung, Rasmus? Ja, wie ihr möchtet. Also entweder könnt ihr die Frage moderieren oder ich kann das machen. Gibt es denn Fragen? Wir haben ja noch ein paar Minuten. Wir sind natürlich auch danach noch ansprechbar, aber die Session hat ja zum Glück noch ein paar Minuten. Oder Anmerkungen? Ja, Jane Moreau hat eine Frage. Also die Frage ist, okay, ich kann das lesen. Die Frage ist, I feel under pressure in an educational system when the organization decides to use proprietary software only, for example, Zoom to follow the teachings. As a result, I've been excluded from several courses only because I promote the use of free software for the free university, independent from Google, Zoom, Microsoft, or other private companies. And here's the question. Is it possible to break these decisions hierarchy in the educational field? I'm going to answer in English. Question is in English, so I'm going to answer in English. I'm not sure whether I can give you a satisfactory answer. The lever that is knowledge that we introduced here, probably not the right lever to change that. I'm pretty sure that depending on your situation,
there's a way to put pressure on such decisions. It's not exactly what we talked about here. But the point is, most likely, if we want to tie this back into what we were talking about, then the point would be to find a way to make an informed argument for why your proposed solution is better, and also to have the knowledge to know where to make this argument and which way to make this argument. But obviously, it's very hard to answer this question without knowing your very specific context and the very specific notion or the very specific situation you are in. So that's more or less all I can say about this. I'm really sorry. Cool. Aber gute Frage. Gibt es andere Fragen? Either in English or in German? Wir haben noch 3 Minuten, so ein paar Fragen könnten wir vielleicht stellen. Okay, dann, okay, es gibt einen Kommentar, es gibt eine Frage von Astrid. This is very often a question of budget rather than choice. Maybe you can comment on that. I'm going to interpret that with regard to the establishment or non-establishment of these the synchronicities, that, or are we, I'm not sure whether the question is within the same line of argumentation as the previous one, or whether that is, or it's just a follow-up, or it's just a new question, essentially. I'm just not sure about that. But I'm also not seeing the questions for some reason. If you could clarify the question, or talk to us after the fact, and then we can talk about it in more detail, obviously. I think the question was related to the previous comment about the private companies in Zoom and Google and so on. I see. I would at this point just, if you want to talk about this with us, feel free to do so after the fact. I'm not sure we can do this in a minute reasonably, also because it drives us a little bit away from the point we're making here. But I'm happy to talk about this if you want to. Feel free to send a message. Or if you're in Berlin for any reason, we can meet up here. Okay, good. Thank you very much to the speakers. We're almost out of time. I think if you have more follow-up questions, again, this is a super interesting topic. You can also chat with them in the tool that we're using now, Let's Get Digital. You have the names of the speakers. So thank you everyone for coming, especially to Eugen, Ingo and Isabel for super interesting topic, super interesting discussion. And have a nice day, everyone. And yeah, maybe see you in some other sessions, maybe. Thank you and goodbye. Thank you too. Bye.